Hallöchen Leute. Hallöchen Leute, willkommen zurück zu Kingdom Hearts Final Mix. Im letzten Part haben wir den Deep Jungle betreten. Meine Fresse, ich habe nie einen Plan, wie mein Mikrofon gerade aktuell steht. Passt schon. Und jetzt sind wir immer noch im Deep Jungle. Und ich hoffe, wir kommen hier mal raus. Ah, wir haben jetzt Tarzan und Goofy dabei. Donald könnten wir auch alternativ haben, aber naja. Dia 4. Ach ja, dann wir müssen jetzt zu Dia sammeln, ne? Da war ja was. Hier meine ich, gibt es irgendwie was, wenn man Feuer macht? Experimentierinstrumente. Hier gibt es sicher ein paar Anleitungen. Dann halt kein Feuer. Ah, da ist noch ein Dia. Dia 3. Ja. Yeah. Jetzt fehlen nur die Kochrezepte, okay. Ey, wir haben hier eine Triotech. Aha, dafür brauche ich Donald. Oh. Wisst ihr was? Ich hol Donald rein. Es hilft ja nichts. Es hilft ja nichts. Hier, Gruppe. Donald gegen Tarzan. Ja, bestätigen. Mann. Gut. So. Da ist der komische Typ, den niemand mag. Ich habe vergessen, wie er heißt. Was machst du da, Donald? Klettert er einfach hoch? Kochrezept 2. Potion in den Topf geben. Ich habe keine Potion. sag mir nicht, ich muss kochen. Please, don't do this. Warte, wo war jetzt die Triotech, die ich gesehen habe? Ach, hier. Ja, Konzentration, Fokus. Tada, eine Truhe. Gib her. Der 34., 35. und 36. Welpe sind nach Hause gerannt. Yay. Wir haben ein paar Welpen gerettet. Das ist doch großartig. So, was ist hier oben? Die britische Flagge. Die britische Flagge. Wo sind die? Hier ist doch bestimmt auch noch irgendwo ein Dia, oder? Ja, ich wusste es. Dia 2. Wunderbar. Ja, keine Ahnung, wo sonst noch einer sein soll. Machen wir das mal kaputt. Hey, hier sind Heilkügelchen. Und da ist dieser... Wie heißt du eigentlich? Ich heiße Clayton. Der Clayton, der die Affen jagt. Er kennt sicher keine Bananen. Ich heiße Clayton. Ich bin ein Jäger, kein Forscher. Gorillas. Clayton. Was? Nein, ich würde die Gorillas nicht jagen. Aber sie sind so selten. Ich würde sie gerne sehen. Tarzan weiß bestimmt, wo die Nistplätze sind. Er will uns nur nicht sagen, wo sie sind. Was? Nein, ich werde die Gorillas. Ich bin lustig, wie er das sagt, ey. Clayton! Der heißt Clayton! Ey, das ist lustig. Fucking Clay. Oh nein! Der ist übrigens immer hier. Fuck! Egal. Erwisch ich, erwisch ich. Du hast keine Chance gegen mich! So. Ich glaube, die Katze kann uns immer konstant 15 Punkte geben. Ja. Die kommt mehrmals hier. Die verschwindet, glaube ich, über den gesamten Besuch hierhin nicht immer. Das ist super praktisch tatsächlich. Felsklippe. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so richtig, was ich tun soll. Das wird also auch noch ganz witzig hier. Das wird noch ganz witzig. Ach ja, hier kann man dran langlaufen. Was seltsam ist, da man auch einfach hier hochspringen kann. Frag mich nicht, warum man das da machen kann. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Das wirkt für mich wie ein unnötiges Element im Leveldesign. Oder ist es einfach nur ein Element im Leveldesign, um zu zeigen, dass es, dass die Funktion existiert? In einer Umgebung, wo man sie leicht ausprobieren kann. Wenn das die Idee dahinter war, dann ist
Ja gut, ne, kann ich nachvollziehen, aber ansonsten... Naja. Mithrilerz, das ist nett. Und was haben wir hier drin? Mega Potion. Das ist ziemlich mega. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ich weiß gar nicht, wenn wir zurückkommen, ob die Katze wieder da ist. Ich glaube nicht. So schnell kommt die jetzt auch nicht zurück. Hoffe ich doch sehr. Zeltlager. So. Was ist das hier? Anleitung 1 zur Herstellung von Aether. Was? Zutaten, eine Potion. Okay, ich kann eine Potion für Aether benutzen. Okay. Lassen wir das mal lieber. Was ist das? Kochrezept 1. Ofen anmachen. Nicht die Finger verbrennen. Muss ich was kochen? Sag bitte nein. Ich hab doch gar nichts. Ich hab doch gar nichts. Ja, da oben. Ja, wie komme ich da hoch? Ach, hier rüber. Da ist ein Dia. Wir haben die zwei nicht, oder? Da haben wir die zwei? Ne, da oben ist noch eine. Dann haben wir alle. Fantastisch. Ja, das ist die 5. Ja gut, ich denke mal, jetzt haben wir alle. Fragen wir mal Jane. Die ist doch Jane, oder? Hey? Tarzan wurde anscheinend im Dschungel von den Gorillas großgezogen. Mit ihm zu sprechen ist noch immer nicht leicht, aber er macht Fortschritte. Er hat von also in der Gorillasprache gesprochen? Richtig, du suchst also jemanden? Ja, er sagte, Rico und Kairi wären hier, aber ein Wort konnte ich nicht verstehen. Vielleicht hilft unser Projektor weiter. Wir zeigen Tarzan einige Dias, vielleicht trifft eins davon diese dieses Wort. Oh, wo sind die Dias denn alle hin? Okay. Was hast du denn, Sora? Ach, was? Gar nichts. Dieser Ort kommt mir irgendwie bekannt vor. Aber wieso? Ich habe meine Insel nie verlassen. Okay. Ja, ich verstehe. Ein Affe. Schief. Das weiß ich, das sind Leute, die fechten. Ich bin gut. Well, Tarzan? Where are my friends, Riku and Kairi? Hey, I thought... That leaves just one place. Young man, we've been in this jungle for some time now. But we have yet to encounter these friends of yours. I'd wager they're with the gorillas, but Tarzan refuses to take us to them. Really, Mr. Clayton? Tarzan wouldn't hide... Then take us there. Take us to the gorillas. Gorillas. Tarzan, are you sure? Tarzan, go see Kerchak. Kerchak? He must be the leader. Perfect. I'll go along as an escort. After all, the jungle is a dangerous place. Gorillas. ja, ihr seid ein bisschen kaputt. Jetzt seid ihr wieder voll aufgefüllt. Entspannt euch, Leute. Wir sind einfach sich von der Katze haben fast verprügeln lassen. So, ich habe keinen Plan, wohin eigentlich jetzt? Da hinten in die Ecke eh nicht. Was dieser bekannte Ort war, den Sora meinte, das werde ich euch noch zu gegebener Zeit erklären und warum es ihm bekannt vorkam. Keine Angst, ich erkläre euch noch einiges, aber im Allgemeinen kann ich jetzt noch nicht irgendwie anfangen, was zur Story zu sagen, wenn ich einfach dann viel spoilern würde. Steht ihr? Spoiler. Nicht cool. Ich glaube, diese Stelle ist irgendwie die schwierigste. Die ist ein bisschen knapp bemessen gefühlt. So, ich weiß gar nicht, wohin genau mit mir. Das wollte ich nicht. Hallo? Danke. So. Nee. Okay. Wohin? Ich kann hier hin. So.
darüber, hierhin, zack. Ich kann dann da lang. Dann kann ich hier an die Lianen wieder ran. Denn sind nämlich keine. Nee, das sind wirklich keine. Oh, ich bin gespannt, ob ich den Weg irgendwo hin finde. So, dann hier hin. Dann haben wir hier den ersten Abschnitt. Oh, ah, okay. Kerchak, please listen to me. I know the nesting grounds are secret, but I trust them. You see, I want to help them because, well, they need us. Oh, did you get that? No! Kerchak! Kerchak! Irgendwas scheint ihn abgelenkt zu haben. Hat er zu dem Baum was rüber gesehen? Okay, dann auf an die Lianen, denke ich mal. Rüber, rüber, up, zack. Ich bin ja richtig gut darin, nicht wirklich. So. Ich weiß gar nicht, kann ich hier direkt nach rechts? Nee, ne? Also muss ich erstmal hier nach links. Dann hier lang. Dann hier. Da an der Ecke ist nichts. Das heißt, ich muss jetzt hier ranspringen. Nein. Sora. Nein. Sora. Sora, das ist die falsche Ecke. Sora, please. Nein. Das ist nicht die Ecke, wo ich hin möchte. Oder kann ich von hier aus da lang? Nein, er ist ja auch ganz fix übrigens hier mit der Richtung, wie er dreht. Ich weiß noch nicht, ob ich das umdrehen kann oder nicht. Das ist halt echt nicht die Richtung, wo ich hin möchte. Das ist nicht so gut. Vor allem wahrscheinlich, wenn ich jetzt hier ranspringe. Ja, er schwingt so. Und ich will ja da rüber. Ich weiß gar nicht, ob ich da einfach so rüberspringen kann. Oh, ich will es auch gar nicht so ausprobieren. Ich habe das Gefühl, nämlich das werde ich nicht können. Ach, nö. Wohin denn mit mir? Okay, hier ist, nee. Das ist halt... Ich überleg mal was. Ich habe eine Idee. Was ist eigentlich hier? Ist hier irgendwo eine Stelle, wo ich hinspringen kann? Irgendwie nicht. Was soll denn diese Ecke dann hier? Die ergibt dann doch überhaupt keinen Sinn. Die hat gar keine Existenzberechtigung dann. Er schwingt jedes Mal so schräg. Und dann kann ich nur diese Stelle hier anspringen, oder wie? So, dann habe ich hier diese Stelle. Und dann kann ich hier nochmal komplett zurück. Ja, dann, klar. Das bringt mir so absolut gar nichts. Hey, Jungs. Die Stange ist auch gefühlt eine ziemliche Verarsche. Nein, 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 nein. Ah. Ich weiß nämlich nicht, ob hier oben... Nee, hier oben ist einfach nichts. Ist einfach großes Nichts. Das heißt, diese Stange, mit der kann man nach unten klettern. Was scheinbar absolut unnötig und schwachsinnig ist. Ich meine, da sind zwei Lianen. Zwei Lianen. Da muss ich irgendwie rankommen können. Das ist doch nicht nur Show. Oh. Nee. Das ist doch scheiße.
Jetzt mal ohne Witz. Das ist absolut kacke. Komm ich hier rüber? Knapp nicht, nö. Vielleicht, wenn ich besser gesprungen wäre, schon. Ist mir auch egal, was eigentlich in der Truhe ist, um ehrlich zu sein. Das interessiert mich nicht zu viel. Zeltlager. Ja, jetzt sind wir hier wieder im Zeltlager. Ah. Ich begreif's nicht. Ich weiß halt nie, wie ich da wieder hochkomme ganz. Also da zum, zu den Baumkronen. Und, zum... Ups. Und zu... Wie heißt's? Was machst du denn? Time-Attack-Wagen? Ich bin noch kein Affe. Hat die Klappe. Ich mach sowas nicht. Worauf wollte ich hinaus? Ach ja. Zu den Baumkronen und zum Baumhaus. Ich habe keine Ahnung, wie ich da wieder hinkomme. Das ist so... Nee. Irgendwas mit Lianen. Ja, toll. Irgendwas mit Lianen. Vor allem das Ganze ist ja sehr fix. Es ist ja nicht mehr so, dass ich irgendwie timen muss oder so. Ich kann ja anders gar nicht abspringen hier. Ich kann das nicht verfehlen. Seht ihr? Er trifft es, egal was passiert. Ich muss absolut nichts machen. Seht ihr das? Hört ihr das? Ich kann einfach nur X spammen. Es hat halt absolut nichts mit Timing oder sowas zu tun. Dementsprechend, ja, es ist eine feste Route, die ich eigentlich nur ablaufen muss. Ist ja nur die Frage, ach, ich wollte vorhin dahin, ne? Ja, okay. Okay, dann halt nicht. Ich verstehe auch gar nicht so richtig, wohin mit mir. Wohin mit mir? Ah, warte, ich kann hier ranspringen nochmal. Dann kann ich nicht mal an die einen ran, aber hier. Okay, jetzt sind wir wieder da, wo wir vorher waren ungefähr. Ach, da ist ein Weg nach oben. Oh. Haben wir ja wunderbar gesehen. War großartig. Ja, nicht wirklich. Wir haben eine blaue Triotech. Gib mir Stuff. Ah, cool. Blitzragummi. Ja, danke schön. Hier unten war nicht wirklich was, ne? Diese Blumen halt. Ob sie etwas versteckt? Keine Ahnung. Ich glaube, man kann Magie drauf anwenden. Dann öffnet sie sich. Ja. Da ist halt nichts drin. Hier? Auch nicht, nö. Ich glaube, ich habe mal gedacht, dass ich hier, um weiterzukommen, alle Blüten öffnen müsste. Ist aber nicht der Fall. Denke ich mal. Ich habe eh keine, ich habe eh keine MP mehr. Von daher ist es auch relativ egal jetzt. Ah, ich muss da hoch, ne? Vielleicht muss ich die doch alle öffnen? Oh. Dann muss ich die wirklich alle öffnen. Warte mal. Krieg ich was, wenn ich da drauf schlage? Nee, ich krieg nichts. Oh, habe ich Ether? Item, Sora, rausholen. Nein, habe ich nicht. Scheiße. Falls euch auch mal aufgefallen ist, in dieser Welt sind ewig keine Herzlosen. Habt ihr das mal bemerkt? Wie einfach absolut keine Herzlosen hier sind. Wenn die Herzlosen kommen, schließen sie sich wieder. Hier sind keine. Sora, du könntest dich da locker festhalten. Danke. Baumwipfel. Okay. Ich bin verwirrt. Mega Ether, danke. Ich weiß gar nicht so genau, wohin. Baumwipfel? Gab es denn noch ein paar Wege? Totenbaum? Nee. Mammutbaum? Dann doch Totenbaum. Wo war das? Hier? Mammutbaum? Nein. Totenbaum, da.
Oh, da war ich. Ah, dann doch Mammutbaum. Ja, Mammutbaum? Nein. Dann... Hä? Ach, das sind nur zwei Wege. Okay, dann doch Totenbaum. Mein Gott, Verwirrung. Oh, hier haben wir einen Safe Point. Das ist nett. Kann ich ja mal speichern. So. Machen wir mal einen zweiten Sicherheits-Safe State. Ich habe nämlich irgendwie gerade ein bisschen Knacken in Audio gehört. Ich weiß nicht, ob das in der Aufnahme dann auch so ist. Hoffe ich mal nicht. Und ich hoffe mal dann im Endeffekt nicht, dass dann irgendwie was kaputt geht. So, springen wir runter. Yay, Rutsch-Action! Ui. Das ist der Shit, für den ich da bin. Nicht wirklich. Hier kann man übrigens auch runterfallen. Und hier kann man auch Schaden nehmen, wie man sieht. Naja, ist eigentlich ganz nett hier. So, sind wir jetzt beim Baumhaus? Ich gehe mich umbringen. Nein, warum? Warum? Oh. Ich bin... Nein. Oh. Ich hasse diese Welt. Ich glaube, bei meinem damaligen Playthrough habe ich ewig lang hier rumgehangen. Ich wusste einfach zum Verrecken nicht, wohin mit mir. Ich glaube, ich musste halt echt die Blüten öffnen. Ich weiß gerade gar nicht mehr so richtig, wo ich überhaupt hinrenne. Nee, das ist Safe Point. Dann kommt man hier rüber. Ja, dann doch hier lang. Warum ging das gerade nicht? Ah, egal. Ah, lass mich hier ran. So. Was? Als ob. Als ob er dann plötzlich nicht landet. Also nicht richtig landet. Ah. Da kann man sich heraufklettern. Ja, das hast du fein erkannt, Sora. Sind wir auch nicht schon 500 Mal? Jesus Christ. So. Das war ein interessanter Sprung. Das war wieder ein sehr interessanter Sprung, Sora. Du bist talentiert. So, rüber. So. Ey, 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 ey. Da lang. Danke. Ja, ich muss hier rüber. Komm schon. So. Nicht runterfallen, ne? So, jetzt ist es auch so bescheuert. Rüber, rüber. Springt mal hier ran. Das hat ja hier echt nicht mehr was mit Timing zu tun. Ah, dann hier. Ja, danke. Hoch mit dir. Dann öffnen wir alle Blüten. Draufhauen hilft nicht, das ist wahr. Oh, ich habe gleich zwei geöffnet, oder? Hey, hey, ich weiß ganz genau, dass ich dich auch getroffen habe. Welch mit Magie? Ja, ach was. Da oben ist noch eine Blüte. Sora, danke. Die ist offen. Es wäre ja auch schön gewesen, wenn die einfach offen geblieben wären. Also wenn die sich nicht geschlossen hätten. So, ich habe keine Magie mehr. Das ist nicht cool. Ausrüstung, nein. Items. Ich habe auch keine Ether außer den einen Mega-Ether. Was anderes kann ich jetzt nicht benutzen. Thank you. Thunder. Bin ich nicht nett?
So. Thunder! Willst du mich komplett verarschen? Das hat nicht getroffen? Da oben fehlt noch eine. Und warum? Weil das eine nicht getroffen hat. Das ist dein fucking Ernstspiel. Oh, was soll ich denn machen? Ich habe nicht die Magie. Mann. Na komm schon. Kann ich dich nicht aufprügeln? Nein, warum nicht? Oh, ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt einmal hier, warum wird das hier angezeigt? Da unten ist doch der Weg. Das ist Baumhaus! Als ob! Als ob! Hä? Wait, Kerchak, please. You don't understand. I was only trying to. A snake slithered by. You see, I saved that poor gorilla's life. Ja, ja. Du hast den armen Gorilla nur gerettet. Ich verstehe schon. Jetzt ist wieder die schöne Sache. Ich habe absolut keine Ahnung, wohin mit mir. Ich glaube, wenn ich da oben hin möchte, muss ich halt wirklich hier, das Ding hier ablegen. Das war... Ich habe nichts gedrückt. Das ging von ganz alleine gerade. Zora! Danke. Seht ihr? Das ist eigentlich ganz nett, dass man dann sowas als Plattform benutzen kann. Ich weiß gar nicht, was es hier eigentlich großartig gibt. Ich habe generell keine Ahnung. Gerade. Ja, Donald, machst du toll, machst du toll. Wie die auch immer irgendwo hängen bleiben, ne? Aber wir können hier weiter hoch. Zora, please, könntest du bitte einmal nicht ein... Zora, please, könntest du bitte einmal nicht ein Vollidiot sein? Übrigens, sehr interessant, weil es ein HD-Ding ist. Der Licht, das Reinscheinen des Lichtes ist einfach nur irgendein transparentes Objekt, was einfach simulieren soll, dass es Licht ist. Und das hat man wahrscheinlich in der normalen Version oder so nicht gesehen. In der HD-Version sieht das aber super seltsam aus. Wie man sieht. Das ist halt immer so eine Sache, wenn man irgendwas in HD auflegt. Man sieht so die Trickerei, die Tricksereien beim Grafikdesign. Wenn man irgendwie was gemacht hat. Sieht man hier, sieht man auch. Das ist einfach nur so ein Schleier. So ein Objekt, was dann so zeigen soll. Ey, guck mal, hier scheint Licht rein. Das ist halt kein richtiges Licht in dem Sinne. Einfach nur getrickst. Einfach nur fake alles. So, was ist hier? Nichts. Mann! Ihr steht im Weg, ihr blöde Jane. Die ganze Ecke da oben war auch nutzlos? Hä? Ich weiß auch nicht einmal, wohin mit mir. Oh. Oh, nö. Ich bin so richtig lost im Dschungel einfach. Was, wenn ich jetzt wieder zum Zeltlager gehe? Ich habe keine Ahnung, ob ich einfach so zum Zeltlager wieder runterrutschen kann irgendwie. Na, muss ich mal schauen. Gehen wir mal runter. So, Gott sei Dank brauche ich die Dinger hier nicht, weil, ja, keine Ahnung.
Es ist so verwirrend hier alles. Totenbaum. Können wir hier runterrutschen? Ah, ich hätte speichern können. Naja, egal. Ich kann unten auch speichern. Falls ich hier nichts sein sollte. Ah. Na komm. Ja, fantastisch, Sora. Oh Mann, ich finde es echt nicht schade, dass diese Welt in keinem anderen Kingdom Hearts jemals wieder auftaucht. Hey, ich bin wieder da. Es geht, Leute. Ist hier eine Katze? Ja, die ist hier. Hey, was machst du denn hier? Zack, zack, Super Sonic. Ey, 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 ey. Au, nein. Da ist er down. Ich glaube, der gibt uns einfach extra Erfahrungspunkte, weil er einfach das einzige Wesen hier ist, was man bekämpft. Aktuell. How could you do such a thing? Now, Miss Porter, as I told you, I was not aiming at the gorilla. You are not to go near the gorillas again. Oh, because of one mishap. Come now. What am I doing with these imbeciles? Blasted gorillas! I'll hunt down every last one of them! I'll track them down somehow! I'll stake my life on it! Oh nein, was für ein Schuss. Wie viel Zeit haben wir überhaupt noch? Wir haben keine Zeit mehr. Perfekt. Ich habe auch irgendwie das Gefühl gerade, dass mein PC am Abschmieren ist oder sowas. Das ist nicht so gut. Auf jeden Fall, ich würde sagen, an dieser Stelle beende ich ja meinen Part. Im nächsten Part werden wir dann wahrscheinlich den Bosskampf machen. Eventuell. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.